Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und heute bin ich mal wieder unterwegs mit dem guten JJ. Auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Lager für neue Videos. Ich werde da mal noch nicht so viel von verraten, das verrate ich einfach, wenn wir da sind. Problem an der Sache ist... Wenn wir jemals überhaupt da sein werden. Richtig, genau das ist das Problem, weil wir wohnen ja, wie die meisten von euch wissen, in Hamburg. Und in Hamburg ist waldtechnisch... Schlüssel runtergefallen, waldtechnisch nichts los, gar nichts. Ist ja auch klar, wir wohnen in Hamburg, aber wir wohnen schon am Rand von Hamburg und eigentlich müsste das machbar sein. Wir suchen jetzt auf jeden Fall nach einer geeigneten Stelle und dann sehen wir uns unter Umständen an einer geeigneten Stelle. Und wenn nicht, dann wird dieses Video nie online kommen. Wir sind jetzt hier an einer extrem geilen Stelle, wie ich finde. Oh, hier vorne ist direkt ein Fluss oder ein See. Das sieht alles sehr gut aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass hier keine Zivilisation ist. Dann haben wir tatsächlich den perfekten Platz gefunden, um ein Lager zu bauen. Geil. Moin Moin Leute, herzlich willkommen beim Kanal Video Adventure. Ja. Leute, wozu haben wir das hier? Und ja, richtig. Also, mal ganz kurz was anderes. Mal ganz kurz etwas ernster. Und zwar werden wir ab heute hier an dieser Stelle mitten in der Natur ein Bushcraft-Lager machen. Ab heute werden jeden Mittwoch, beziehungsweise nicht jeden Mittwoch, aber wenn, dann immer mittwochs Bushcraft-Videos auf meinem Kanal kommen. Schon jeden Mittwoch. Um 21 Uhr. Schon jeden Mittwoch. Auf meinem Kanal, denn jeden wie ihr Mittwoch. Ja in dem letzten Video gesehen habt, gibt es jetzt eine neue Upload. Ja, das dauert mir zu lange. Bushcraft-Lager wird hier stattfinden. Wir beginnen jetzt mit den ersten Arbeiten, beziehungsweise gucken wir uns, ja, wir haben uns schon ein bisschen umgeguckt, habt ihr ja gerade gesehen und ja. Let's the shit beginning now. Das ist doch mal ziemlich praktisch einfach dafür, dass eben diese kleinen Krabbeltierchen hier nicht immer hinkommen. Das passiert, wenn man den Stiel von einer langen Axt nimmt und ihn aufbereitet für ein kleines Beil, wenn man zu geizig ist, sich einen neuen Stiel zu holen. Irgendwann flutscht es einfach ab. Das kann einem. Sei ehrlich, wie lange hat es gehalten? 3 Monate. Das wird einem natürlich mit so einer hässlichen, signalfarbenen Fiskars-Axt nicht passieren. Oder mit so einer hässlichen roten aus dem Baumarkt. Ich habe es jetzt gerade wieder drauf geprügelt und versuche nochmal dieses Metallding. Mal sehen, ob es wieder abflutscht und PJ direkt beim Abflutschen ins Face. Der allererste Versuch im Wald mit Feuerstahl Feuer zu machen, stellte sich tatsächlich als schwieriger heraus, als wir dachten. Trotzdem gaben wir nicht so schnell auf. Aber egal wie oft wir es versuchten, es funktionierte einfach nicht. Wahrscheinlich war das Holz einfach zu nass. Es hatte ja tagelang geregnet. Gar nicht mal so einfach Feuer zu machen, wie man denkt, aber... Wir haben leider ein Feuerzeug vergessen und naja, man kann es ja mal probieren. Leute, ich habe mir dezent ins Händle geschnitzt. Ah, brennt ein bisschen, aber Schmerz wird vergehen. Ja, was willst du machen? Der P
DJ, der Adventure, der hat sich hier verbunden. Ei, verbinden. Ich habe auch hier versucht, aber das mit dem Kopf, das kriegen wir glaube ich nicht hin. Ach, das hast du draufgeklebt. Ach so, hier habe ich mir so eine deutsche Eiche reinzimmern lassen. Die ist komplett von mir, also weißt du, so ein Durchmesser. Und das Feuer ist auch an, Freunde. Die Sonne kommt raus. Oh, Waldbrand, oh. Waldbrand. Warte mal, Waldbrand in the morning. Zwar war meine Hand jetzt verletzt und ich konnte nicht mehr alle Arbeiten ausführen, aber die Sonne kam raus und das Feuer brannte. Und auf einmal schlich sich so ein Zuhausegefühl ein, obwohl wir nicht zu Hause waren, oder vielleicht doch. Zumindest waren wir im Wald und mitten in der Natur. Die Vögel zwitscherten und es war ruhig, bis auf ein paar Flugzeuge, die ab und zu vorbeiflogen. So langsam wächst das Feuer. Und die Holzstöcke, die jetzt noch nicht brennen, obwohl sie jetzt langsam auch schon anfangen zu brennen, die können dann erstmal außenrum trocknen, denn wir haben hier ziemlich viel nasses Holz, weil es ziemlich viel geregnet hat die letzten Tage. Prost. Prost. Schön aus Plastikflaschen, wie es sich gehört, als Wurstpfeffer. Richtig. Und natürlich kein Alkohol mitten in der Natur. Dort sieht man PJ Adventure, wie er am offenen Feuer kocht. Es ist alles so unfassbar anstrengend hier draußen, aber das macht es so geil irgendwie. Dass selbst Essen kochen, ich will nicht sagen, zur Herausforderung wird, aber man macht halt nicht eben kurz den Herd an. Ne? Das ist es nun also. Bushcraften. Unser erstes Lager steht. Naja, zumindest der Anfang davon. Wir haben schon mal ein Feuer gemacht, im Wald gegessen und die Ruhe genossen, die den Wald umgibt. Und naja, ich hab mir in die Hand geschnitzt, aber das passiert wohl. Passt auf jeden Fall auf euch auf, wenn ihr rausgeht in die Natur. Nächsten Mittwoch kommt dann das nächste Video. Bis dahin, euer PJ.